Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach diagnostiziert beim russischen Präsidenten Putin narzisstisches Geltungsbedürfnis. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res. Da diagnostiziert also ein Mensch, der seit etwa 2 Jahren einen Biwak in den Studios der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten aufgeschlagen hat, um seine Weltsicht unter das Volk zu bringen und zu erklären, warum nun alle nach seiner Pfeife tanzen sollen. Und im gleichen Atemzug kann man aber auch hören, was der eigentliche Antrieb für diese harsche Diagnose ist. Neid. Denn Putin hat mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine Herrn Lauterbach seinen Sandkasten zerschossen. Die Pandemie ist medial kaum noch interessant und Lauterbach als Gesprächspartner so gut wie kaum noch gefragt. Er ist auf das ihm zustehende Maß zurechtgestutzt worden. Und was macht der Mann jetzt eigentlich mit all seinen einsamen Abenden, an denen er nicht im Studio rumlungert? Naja, es gibt aber auch andere erfreuliche Entwicklungen. Eine Bundesregierung aus SPD und Grünen. Und naja, also auch irgendwie der FDP unter Führung von Olaf Scholz musste jetzt erkennen, dass der althergebrachte Spruch "Si vis pacem, parabellum", also wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, sei gerüstet. Ja, trotz aller zwischenzeitlichen Traumtänzerei eine ewige Gültigkeit besitzt. Das mag man bedauern, das ist aber eben Realität. Und man kann sich für die Männer und Frauen, die bei der Bundeswehr einen Dienst für unser Volk leisten, nur freuen. Denn der Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt angekündigt, dass die Bundeswehr jetzt 100 Milliarden Euro im Etat 2022 erhalten werde, um damit diese desaströse Mängelausrüstung zu beseitigen, die die Quoten- und Versorgungsposten VerteidigungsministerInnen aus den vergangenen Jahren zu verantworten haben, diese Totalversager. Ja, und nicht mal nur das. Der Scholz hat auch angekündigt, dass er und seine Regierung künftig das sogenannte 2%-Ziel der NATO tatsächlich erfüllen sollen. Dieses 2%-Ziel besagt, dass die Mitglieder des Verteidigungsbündnisses jährlich 2% des Bruttoinlandsproduktes als Beitrag in das Verteidigungsbündnis einbringen sollen. Und diese Selbstverpflichtung, die gibt es schon seit 2002, wurde aber von keiner bisherigen Bundesregierung ernsthaft verfolgt und erfüllt, geschweige denn erfüllt. Also so 1,2% oder so, das hat man immer irgendwie geschafft. Und diese 2% wären jetzt also fast eine Verdoppelung dessen, was man tatsächlich abgeben möchte. Naja, also das sagt natürlich auch sehr viel wieder aus über die berüchtigte Vertrags- und Bündnistreue von Angela Merkel. Naja, Erstaunliches bewegt sich da im Energiesektor.
Nachdem die Energiewende und die hohe CO2-Besteuerung nun dafür sorgen, dass der elektrische Strom bei uns exorbitant teurer geworden ist und auch die Verfügbarkeit von elektrischem Strom immer unberechenbarer und unbeherrschbarer werden, nachdem also die geopolitische Lage und manche dämliche politische Entscheidungen dafür gesorgt haben, dass Gas sehr knapp geworden ist, hat selbst ein eingefleischter Grüner wie Vizekanzler Habeck schmerzhaft lernen dürfen und müssen, dass Strom nicht aus der Steckdose kommt, sondern aus Kraftwerken. Und in ausreichender, gleichmäßiger und auch grundlastfähiger, also ja, gleichmäßig habe ich ja schon gesagt, grundlastfähiger Menge ist das mit den Windmühlen und versiegelnder Photovoltaik einfach nicht zu leisten. Das dämmert jetzt selbst den grünsten Utopisten überhaupt. Aber, ja gut, es gibt da natürlich diese Hardcore-Aktivisten, die das einfach nicht wahrhaben wollen und die müssen es halt schmerzhaft und blutig lernen wahrscheinlich, dass es so ist. Die müssen so richtig auf die Nase fallen, ja, damit. Ja. Aber hätten Sie vor einem halben Jahr auch nur ansatzweise geahnt, dass mal ein grüner Minister ernsthaft über die Aussetzung der Stilllegung von Kernkraftwerken und Steinkohlekraftwerken nachdenken würde, also jetzt mal abgesehen von dem Nachdenken. Aber er muss erkennbar unter Schmerzen darüber nachdenken. Tatsächlich. Verräterisch für sein bisheriges Denken und Handeln ist eigentlich die Begründung seines erzwungenen Kurswechsels. Kann man das jetzt noch nicht nennen, aber immerhin, das ist so der Hauch des Dämmerns einer Ahnung, dass er mit seiner Utopie bisher einfach falsch lag. Die Begründung lautet: Ich würde das nicht ideologisch abwehren, hat der Habeck also gesagt. Und damit gibt er eigentlich zu verstehen, sehr deutlich, dass er das bisher getan hat. Und jetzt will er der neuen Maxime, dieser erstaunlichen Maxime für die Politik folgen, dieses Folge der Wissenschaft. Damit wäre dann eigentlich ein erster Schritt zum Einzug von Verstand und Vernunft in seine Politik getan. Und das kann man ja nur positiv konnotieren. Naja, mal sehen, wie weit das trägt. Jetzt fehlt nur noch ein Einschlag der Realität in die Agrar- und Umweltpolitik. Aber dort sitzt ein unerfahrener Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und eine ideologisch grün in der Wolle gefärbte Umweltministerin Steffi Lemke. Da muss man sich auf Naivität und Hartleibigkeit gefasst machen. Ja? Und wie diese utopistische und ideologische Verstrahlung wirkt, das hat die Frau Lemke ja schon sehr deutlich gemacht, diese Ministerin von den Grünen. Die hat doch tatsächlich für Verständnis gezeigt für diese rechtswidrigen und lebensgefährlichen Straßen- und Autobahnblockaden durch diese Aktivisten von der Lost Generation, von der, ach Quatsch, nicht Lost Generation, von der Last, dieser Truppe, dieser Kleinstaktivistentruppe, Last Generation, die sich da auf die Straßen festkleben. Aber das sei einfach nur mal am Rande erwähnt, um das Kaliber aufzuzeigen, also dieses intellektuelle Kaliber, mit dem wir hier rechnen müssen. Das ist schon erschreckend und hat ein bisschen, habe ich den Eindruck, die Wirkung von einem Dumm-Dumm-Geschoss. Ne? Gut, also halten wir einfach mal fest. Die Ukraine ist eine der Kornkammern der Welt. Ein Drittel des fruchtbarsten Bodens, der sogenannten schwarzen Erde, liegen in der Ukraine. Mit Russland ist die Ukraine in Europa einer der größten Anbauer und Händler von Brotgetreide.
Wenn das wegfällt, dann wird das auch für uns Wohlstandsverwahrloste hier ein bisschen eng mit Brot, Getreide und Brot und na. Wir haben heute schon einen gefährlich geringen Selbstversorgungsgrad bei Agrarprodukten in Deutschland. Und jetzt wird auch noch die Düngeverordnung nochmal weiter verschärft und der Pflanzenschutz muss reduziert werden und wertvolle Ackerflächen werden jetzt zu Blumenwiesen degradiert. Es ist ein Aberwitz, aber gut, haben Özdemir und Lemke eigentlich schon mal versucht, mit Butterblumenauflauf oder mit Glatschmohnsuppe 83 Millionen Menschen satt zu bekommen. Was für Vorstellungen haben die eigentlich da in Berlin manchmal in ihren Wolkenkuckucksheimen im Elfenbeinturm? Naja, gut, also angesichts dieser vollkommen vergeigten Agrar- und Umweltpolitik ist es kaum verwunderlich, dass Deutschland unter den 20 größten Getreideproduzenten zu den drei Ländern gehört, Thailand und Australien gehören auch noch dazu, die in den vergangenen 10 Jahren einen Rückgang der Getreideernte einfahren mussten. Andere Länder haben erstaunliche Entwicklungen hingelegt. Zum Teil haben die innerhalb der vergangenen 10 Jahre ihre Produktion verdoppeln können. Und das sind keine unerheblichen Zahlen, die man da sehen kann. Und Deutschland auf dem absteigenden Ast, so wie fast überall. Naja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht Putins Schuld. Aber ich möchte ein bisschen davor warnen, dass es dazu gemacht werden könnte. Denn wir müssen überhaupt aufpassen, dass die Politik Putins und seiner irre Aggression nicht überall als wohlfeile Rechtfertigung instrumentalisiert werden. Und dass damit so abseitige Gesetzesvorhaben, Regelungen, Allgemeinverfügungen und auch weitere Angriffe auf die grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte missbraucht werden. Also so wie wir das unter dem Deckmantel der Seuchenbekämpfung schmerzhaft haben erfahren müssen, dass die Politik da vollkommen skrupellos auch zugreift und sich dieser Machtinstrumente bedient. Und man spürt, wie schwer es ihnen fällt, das jetzt wieder loszulassen. Aber daran ist nicht Putin schuld. Und wenn Ihnen jemand was anderes erzählen möchte und dann Notstands Gesetz ausrufen möchte, weil Herr Putin da ist, ja, dann schauen Sie ganz genau hin, bitte. Es ist einfach ungemein verführerisch, wenn sich so ein Sündenbock so lautstark und grell anbietet. Aber ich denke, wir mündigen Bürger sind da durchaus in der Lage, das auch zu erkennen, aber wir sollten das auch öffentlich benennen. Und der Politik ins Stammbuch schreiben, dass wir uns nicht auf Namen nehmen lassen. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren, zugehört haben. Es kam heute ein bisschen später, dieser Beitrag, weil ich gestern zwar schon einmal den ganzen Beitrag eingesprochen habe, aber die Technik hat da leider versagt und der Ton war verheerend und das will ich Ihnen einfach nicht mehr zumuten. Aber ich denke, das ist eine Nebensächlichkeit, dass ich heute ein bisschen später bin, als das normalerweise geplant ist. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei Medias in Res. Bis dahin, Servus.